Alessandra! Ciao, hey, André! Schön gesehen! Ja! Super! Ich kenne Sandra, seit sie als junges Mädchen mit dem Radsport angefangen hat. An der Brugger Obigrenne, dort hat sie ihr Potenzial gezeigt. Heute ist sie als Profi-Radsportlerin international unterwegs. Mit Calibra, die Firma für mobile Plakatierung, habe ich sie dieses Jahr dürfen sponsern. Genau hier auf dem Schachen, das waren meine Anfänge. Da konnte ich auch meine ersten Rennen, Brugger Obigrennen, bestreiten mit 7. Mit einem seltenen Willen hat Sandra den Weg vom Brugger Velodrom zu einem Profi-Cycling-Team geschafft. Ich fahre für ein luxemburgisches Continental-Team, die Schleck Cycles CP Invest Imolos. Das Team ermöglicht mich wirklich nochmal auf höchster Stufe Rennen fahren. Das ist für mich ja eine grosse Ehre und es macht mir sehr Freude. Also wir haben die Weltcup-Rennen drin und auch letzte Woche Tour de Suisse. Ich bin mega happy, hier auf diesem Level können fahren dieses Jahr. Mit Sandra verbinden mich zwei gemeinsame Leidenschaften. Neben dem Radsport hat sie gleichzeitig auch ein Blasinstrument gelernt. Ich hatte dort Trompetenunterricht. Ich habe dort Musik und Sport praktiziert neben der Schule. Nachher so mit U19 oder U23 ist es eine rechte Herausforderung geworden. Ich habe viel Velofahren, viel Training, aber auch Blasmusik. Intensive Trainings, Wettkämpfe auf Weltcup-Niveau und 60% arbeiten. Mit 30 will Sandra mit dem Velo einen Gang abschalten, um Zeit frei zu haben für ein Studium. Ich fange eine Praktikumsstelle an in sozialer Arbeit bei der Caritas in Aarau. Und nachher möchte ich soziale Arbeit studieren. Also, ich finde, irgendwann ist Zeit für neue Ziele im Leben. Die Zusammenarbeit als Sponsor von Sandra Weiss ist sehr bereichend. Ihre Ehrgeiz und das Durchhaltevermögen zeigt auch mir, meiner jungen Firma Calibra, dass vieles möglich ist. Grundsätzlich soll man immer um Medaillen kämpfen. Und wenn es eine Chance gibt, irgendwo anzugreifen, möchte ich das machen.